Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Verdong. Und ja, ihr seht schon mal, ich habe extra mal hier diese Waffen Auswahlscreen offen lassen, weil ihr seht, mit Level 20 kann man zum Beispiel das erste freischalten. Das Seitengewehr ist wahrscheinlich das Bajonett irgendwie falsch übersetzt. Wir sind Level 7, also haben wir noch einiges vor uns. Das war ein Griff ins Klo. Auf der Karte Vaucluse, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich kann kein Französisch. Und ich möchte es auch nicht erlernen, weil ich finde, Französisch ist eine Sprache, die ich fand ich damals für mich unnötig zu lernen. Ich habe da lieber Latein und dann später Russisch genommen. Aber das ist ja jedem das seine. Auch hier wieder, ich kenne die Karte, wo sie noch ganz alt war. Glaube ich jedenfalls, dass das die ist, die ich gerade in Erinnerung habe. Und da war es noch so, dass es hier eigentlich fast gar nichts gab an Objekten. Also hier ist es schon echt deutlich ein Unterschied, den man hier merkt. So, einer ist hier drüben, glaube ich. Wow, 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 wow. Da bin ich ganz kurz am Maschendrahtzaun hängen geblieben und dann kam der Streifschuss hinterher. Also da habe ich ganz viel Glück gehabt. Stimmt, der hier war das. Oh, ich muss nachladen. Und der nächste kommt gerade. Oh, oh. Nein. Und nachladen. Ganz fix. Ich glaube, ich bin ja nicht in der guten Position gerade. Ah, da kommen schon die Schüsse. Fuck, das war nichts. Hier ist noch keiner gespawnt, das ist gut. Dafür da einer. Mensch, ganz schön ruhig hier. Oh. Ah, der ist schon tot. Ach so. Hilft natürlich nicht drauf zu schießen. Ich brauche dringend ein paar Kills, damit ich wieder auf Platz 1 komme. Oh Gott. Das war leider ein Schuss daneben. Schade. Derzeit sind wir noch auf Platz 1, das heißt, wir können noch ein wenig Punkte machen. Wir können das Ganze ausbauen. Jetzt sind wir schon auf Platz 2. Na Gott. Auch mal sehr schön, wie hier drin diese ja, Tunnel sind, die auch so ein bisschen mit der Sackgasse verziehen sind. Das heißt, man kann sich hier drin so ein bisschen verstecken. Und derjenige läuft dann dran vorbei. Das Geld ist hier dran hier. Diese Mimik und diese Gestik, die man hier ausführt. Man läuft einfach an die Gegner vorbei, ohne dass man es merkt, weil man die einfach nicht sieht durch dieses Sichtfeld. Obwohl das eigentlich schon auf 90 ist, glaube ich, bei mir. Das heißt, haben sie sehr gut umgesetzt. Kann man sich so reinstellen, der Gegner wird einfach an einem vorbeilaufen, ohne dass er es merkt, dass ich da drinnen stehe. War doch gerade einer, oder? Wow, wo kommt der denn jetzt her?
Seht ihr? Der ist auch schon rausgespawnt. Das meine ich. Aber in diese Löcher oder einfach rausrennen und schießen. So, und der Typ, den vorne, den holen wir uns jetzt hier gleich. Das war's für ihn. Oh, sehr schönes Guckloch hier. Leider bringt das gerade nichts, weil keiner da ist. Der läuft hier rückwärts, was immer er vorhatte. Ach, hier der Mörser. Da sind wir auf der Karte, wo wir zuerst gespielt haben. Jetzt weiß ich auch, warum mir die Karte so bekannt vorkommt, weil wir schon mal die Karte gespielt haben. Ne, da gehe ich ganz bestimmt nicht hin. Schade. Wenn man Glück hat, kann man ihn auch in den Tod reißen. Während man selber nur abdrückt, aber... Hat er nicht geklappt. Und hier ist zum Beispiel ein deutscher Panzer, glaube ich. Das ist so ein leichter Traktor. Leider weiß ich den Namen nicht. Das wissen wahrscheinlich nur die Leute unter euch, die World of Tanks regelmäßig spielen. Und da damals mit so einem leichten Traktor angefangen hat zu zocken. Könnt ihr mal den Namen reinhauen, wie das Ding heißt? Das wusste ich, dass es einmal kommt. Das hatte ich im Urin. Wow. Scheiße. Da ging mein Schuss leider daneben, obwohl ich richtig hingezielt habe. So, wer versteckt sich hier in der Ecke? Habe ich doch genau gerochen. Das riecht man einfach. Von dem Stefano, der riecht man einfach. Der ist einfach auf mein Wald schon zu riechen. Mit seinem Gestank. Und wahrscheinlich messert er mich gleich oder was weiß ich. Oh Gott. Das waren zu viele auf einem Fleck. Aber noch bin ich Erster, sehe ich gerade. Mit einem kleinen Punktevorsprung, aber ganz klein. Dem geht es jetzt auszubauen. Wenn wir hier auch mal eine Folge haben wollen, wo wir Erster sind. Und das erreicht man nur, indem man nicht campt, sondern wirklich aktiv handelt. Und zwar den Gegner hinterher stürmt, in den Bauch schlägt, ihn leider zu spät umboxt und dann Punkte kassiert. Schade. Hätte mich jetzt gefreut. Na gut. Dann eben so. Wo ist er? Da ist er. Das war er hier. Ja, okay. Da habe ich nur angeschossen, aber er ist nicht gestorben. Aber er leuchtet schon ziemlich rot. Das heißt, war leider nur ein leichter Treffer. Der schwere kam leider nicht. Ach, fuck. Da bin ich wieder im Maschendrahtzaun hängen geblieben und dann kann man sich eigentlich fast gar nicht mehr bewegen an diesem Ding. Das meinst du so gut wie tot. Was ja irgendwo Sinn macht. Dafür ist er ja da, zum Aufhalten der Soldaten. So, Platz 2, das ist natürlich jetzt. Laden wir mal nach hier drinnen. Ja, auch sehr schön, die ganzen Artilleriegeschütze der Franzosen. Wenn es ein französisches Artilleriegeschütz war oder französische Pack oder wie sie sich auch nennt.
Gehen wir mal hier lang. Ah, verpiss dich. Und schnell nachladen. Ah, ich hing ein bisschen hinterher mit den Punkten, habe zwar mehr Kills, aber weniger Punkte. Der ist doch einer, oder? Ich sehe doch den Waffenlauf. Das war auf jeden Fall knapp. Jetzt sind wir ganz gerade an der Grenze zwischen den Punkten, zwischen der ersten und zweiten. Das heißt, wir müssen weiter ausbauen. Im nächsten Leben auf jeden Fall. Ja, 550 steht gerade Gleichstand. Schauen wir mal, ob ich eine Folge hinkriege, wo ich in Platz 1 werde. Das könnte echt schwierig werden, aber noch ist es möglich. Wenn ich mich nicht so doof anstelle. Da lädt gerade jemand nach, höre ich gerade so in der Ecke. Wo ist er? Hier ist er nicht. Aber hier war er eben. Ah, 10 Punkte Rückstand. Ich brauche einen Gegner. Fuck. Da habe ich umgeboxt mit dem Bajonett. Also der hat das schon freigeschaltet, der Janus. Der hat schon Level 20 erreicht mit der Waffe. Ach, das gibt's doch nicht. Ah, das ist schon 30 Punkte. Ja, das wird ziemlich schwer. Ich glaube nicht, dass das noch klappt. Da brauche ich noch ein paar Kills. Dafür ist mal Level 9 geworden, gerade mit dem Gewehr 98. Ist ja auch nicht so verkehrt. Ich brauche Gegner. Wo sind die Gegner? Los, ich brauche Fleisch. Ich brauche Blut. Ich brauche Kills. Ah, es wird schwer abzuholen. Jetzt hat er 650 Punkte. Also 40 mehr als ich habe. Und er müsste auch gleich das Level Cap haben. Also die Runden, Punktzahl Cap oder wie sie das nennt. Ach komm, das war noch ein super Schuss. Jetzt bin ich schon Platz 3. Ja, Mensch, das gibt's doch nicht. Muss man schon Platz 3 kämpfen. Ja, ihr seht, das Ganze kann sich hier ganz schnell wenden. Das ist wie Mario Kart. Kurz vom Ziel wirst du erschossen. Vom blauen Panzer. Und dann bist du Letzte. Was hat der denn da drin gemacht? Ein abgeseilt oder was? Mensch. Kommt. Erster. Ich glaub's nicht. Ich brauch Kills. Los. Nix Second Place hier. Ich bin Ersten haben. Ach, das gibt's doch nicht, Mensch. Ach, verdammt. Na, das war's, glaube ich. Oder vielleicht auch nicht. Los, einen noch. Wo ist er? Wo ist er? Ach, verdammt. Gleichstand aber. Heißt also,
Zähl ich es einfach mal als Ernster, würde ich sagen. 43, 16, naja, kann man sehen lassen, denke ich mal. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder um 16 Uhr war es. Und ja, lasst eine Bewertung da, lasst einen Kommentar da. Darüber freue ich mich immer sehr gerne. Und bei Fragen sowieso immer Fragen. Ich bin da ganz offen. Gerade wenn es ums Spiel geht, dann gebe ich euch auf jeden Fall spätestens in den nächsten Stunden eine Antwort. Ja, bis dahin, macht's gut und ja, bis morgen. Ciao.